now crossing a zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. So, und damit herzlich willkommen, Leute, zu The Forest. Und ja, Jess ist auch wieder dabei. Hallo, Leute. Schön, dass ihr da seid. Und ja, es macht auf jeden Fall jetzt schon richtig Spaß. Wir werden jetzt nur ein bisschen hier noch Lautstärke anpassen. Muss Jess auch noch machen? Ja, yep. Ist ein bisschen laut bei mir. Wo geht denn hier die Lautstärke? Das habe ich auch noch nicht gefunden. Da Soundeffekte bei Gameplay musst du. Ach, da. Haben wir einfach mal alles ein bisschen höher. So. Bei mir ein bisschen weniger. Oh, Musik war so laut, jetzt weiß ich, was da so laut war. Jetzt müsste perfekt passen. Muss mal schauen, ob es bei mir passt. Hier ist die Jessie. Wo? Jessie, lässt mich kurz vorbei. Oh, na, ich komme auch nicht weg. Du bist einfach zu breit. Hey. Sammel mal hier alles auf im Flugzeug. Okay, ich probiere es. Weil der Tobi hat das vor Ewigkeiten schon mal angespielt. Genau. Aber ich habe es noch nicht gespielt. Ich muss noch ein bisschen leiser machen. So. Ich glaube, bei mir ist das Spiel jetzt zu leise. Mikrofon, gibt es da einen Ingame-Chat oder was? Ja, aber momentan passt er jetzt mal mit. So? Ja, eben. Jesse, lass mich mal wieder bitte vorbei. Ja, warte. Gut, hast du auch hier hinten die Liste und alles mitgenommen? Noch nicht. Nimm mal alles mit. Das ist alles voll verspult. Ich komme mir vor, wenn ich betrunken wäre oder so. Du schaffst es schon. So Leute, auf jeden Fall, wir spielen natürlich The Forest. Und viele werden es schon kennen. Es ist natürlich ein Survival-Spiel. Und wir müssen halt, wie es der Name schon sagt, im Wald überleben. Aber das sollten wir schon hinbekommen. Die Frage ist bloß, wie lange? Jessie muss auch wieder hier die erste Ausrüstung mitnehmen, die ersten Anti-Sachen. Wir werden jetzt gleich mal hier die Kappe sexy aufmachen. Ah, du hast ein schönes Röckchen an. Und ja, wir nehmen alles hier mit. Wir müssen ja überleben, wir müssen dann die ersten Sachen bauen. Aber das machen wir alles wieder natürlich im Laufe, ganz entspannt, Leute. Komm, der Koffer backt einfach hier oben. Aber das Spiel ist auf jeden Fall mega cool. Ich empfehle es jedem, es wirklich mal zu spielen oder zumindest bei uns mal anzuschauen, weil es ist wirklich sehenswertes Spiel. So. Ich habe es im Singleplayer schon zweimal durchgespielt, das Spiel. Also es hat auch ein Ende. Ich weiß nicht, ob ihr das im Let's Play sehen hier. Das dauert nämlich schon ein bisschen, bis man das hinbekommt. Aber die Steuerung ist schon brutal, also sehr schnell. Deswegen ist mir gerade ein bisschen schwindelig, muss ich sagen. Bin ich nicht gewohnt, dass ein Spiel so flüssig läuft. Ja, die das ist schon Maus bewegt sich schon ziemlich schnell. Aber und cool. Ja, auf jeden Fall. Wir können es mal versuchen, bis zum Ende durchzuspielen, aber es ist halt relativ schwer. Genau. Jessie, hast du alle Köpfe aufgemacht? Wie macht man dann die auf? Kann man die überhaupt mit der Axt draufhauen? Achso, okay, ich probiere es. Alles klar. Genau, die hier. Siehst du? Ah. Warte mal, wenn du die aufbaust. Mal, du musst nach unten schauen, genau. Da kann ich auch was looten. Gut, gut. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen uns erstmal darum kümmern, dass wir einen Ort bauen. Und natürlich auch trinken. Oh. Das sind große Sprünge. Trinken und essen erstmal sicher sozusagen.
Genau. Schauen wir mal, wo wir jetzt gestrandet sind oder abgestürzt. Alles klar. Wo sind wir denn genau? Okay, wir haben ein Funkgerät auf Q. Okay. Ja, nee. Jesse, hallo? Ja, hallo. Funktioniert. Funktioniert, ja. Voll, ja, cool. Jetzt hatte ich Doppelton. Hallo. Ja, ist ja klar. Wir können vielleicht werden wir es mal in den nächsten Folgen ausprobieren dann. Genau, würde ich auch mal sagen. Also Jesse, du folgst mir dann. Wir sind direkt. Ah, da hinten bist du, okay. Ja, den Namen siehst du ja eh in der Luft. Und die Pilze. Ah, das sind glaube ich sogar die guten Pilze, aber wir brauchen jetzt nichts zum Essen. So, das sind diese Abschreckungen von den Ureinwohnern, was hier rumstehen. Ich weiß, die wird jetzt auch langsam zu uns kommen, denke ich mal. Machen wir einfach mal kaputt, dass wir Stöcke bekommen und Schädel. So. So, bin schon da. Ich weiß, du kannst auch mal die kaputt machen, da kriegst du nämlich Schädel und alles im Zeug. Was ist denn das hier? Ah. Das sind ganz normale Stöcke, einfach nur. So. Wieso kann ich das nicht aufnehmen? Dann bin ich voll, oder was? Ja, du... Can't carry any more skulls, okay. Ja, genau. Schau mal, hier ist schon mal Benzin. Komm mal hier rein, ich kann schon mal Benzin aufsammeln. Okay. Oh, hier sind Seile. Seile sind sehr wichtig. Ja, hattest du mir schon mal erzählt, dass das wichtig ist. Ja, schau mal hier rein. Hier drin sind die Seile. Hast du schon? Ja, ich hab schon aufgehoben. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen in die Richtung, weil wir suchen natürlich einen ganz wichtigen Platz. Weil wenn man nämlich seine Base, pass auf, Chester geht da runter. Wenn man seine Base im Wasser aufbaut, sterben natürlich die Ureinwohner, weil die nicht schwimmen können. Das müsste immer noch sein, so mittlerweile. Aber das sehen wir ja nicht. Irgendwo hier müsste eine Höhle sein. Und da gibt es eigentlich immer Kohle und sowas. Irgendwo hier in der Nähe. Vielleicht ja, nicht schlecht, ne? Da, hier unten ist er. Oh, lol. Schauen wir mal, ob wir das mal Cola bekommen. Wir müssen einfach nur diese Holzkisten aufhauen. Ah, okay, da ist nichts. Schade. Gab's ab und zu mal Cola. Oh, der Wind ist echt laut. Okay, was haben wir denn hier? Passagierliste. Okay. Es gibt auf jeden Fall auch ein Katana zu finden. Das findet man irgendwo in so einer Leiche. Aber das Katana haben sie ja wieder geändert. Das müsste jetzt mittlerweile woanders sein. Jesse, raubt die mal aus hier. Wenn du da, schauen wir schon. Genau, das Katana dürfte jetzt irgendwo in einer Höhle sein. Nochmal draufhauen. Ach man. Aber das suchen wir jetzt nicht gleich, das suchen wir mal wann anders. Ist ja klar, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir uns mal hier in Sicherheit begeben. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen, schau mal. Oh. Okay, das ist wahrscheinlich ein Bug. Da hat der Baum, hat sie einfach in den Totem da rein gebuggt. Schau mal, ob du hier... Ah, hier ist ein Topf, perfekt. Nimm den auch gleich mal mit. Hab ich. Weil da können wir unser Wasser schon mal abkochen, ist schon mal sehr wichtig. Und jetzt müssen wir nur noch einen Speer finden. So. Wir laufen einfach mal in die Richtung, weil irgendwo hier in der Nähe müsste dann auch unser See sein, wo wir bauen wollen. Kommen wir hier vorsichtig runter. Scheiße, ich versuche mal ganz vorsichtig hier die Steine runterzugehen. Nur. Wir müssen da vorsichtig runtergehen. Das geht. Okay. An den Koffer kriegen wir nicht. Oh, toll. Ich seh's. Ah, da kann man Klamotten wechseln. Ja, ab und zu sind Klamotten drauf. Wie schaue ich aus? Oh, du schaust cool aus. Du schaust wieder ganz normal aus. Oh, endlich. Was ist da so drin? So. Ja, auf jeden Fall, bei mir müsste ein Mod aktiviert sein. Der war eigentlich so eher zum Testen gedacht und wenn man alleine Let's Play, da braucht man ein bisschen weniger Baumaterialien, aber den lassen wir mal drin, weil ich weiß auch nicht, wie man den entfernt. Aber es sollte eigentlich uns gar nicht stören.
Genau. Jesse, du bist noch bei mir, oder? Ich bin direkt hinter dir. Okay. Also bis jetzt muss ich sagen, macht mir schon Spaß hier zu exploren. Ja. Da kann man auch sehr viel erkunden. Da gibt es wirklich sehr, sehr viel zu erkunden. Aber da müssen wir erstmal ein bisschen Basis aufbauen. Ein bisschen sichern. Nein, der atmet wieder rum hier. Dann können wir natürlich auch, wenn wir alles Grundversorgung zu haben, mal ein bisschen die Welt erkunden. Weil es gibt ja ein Ende und davor muss man viele Missionen erstmal machen, viele Quests abschließen, dass man zum Ende kommen kann. Das ist ein Stöckel. Aber ich glaube, ein Speer kann man sich nicht selber machen. Können wir schauen. Ja, Speer geht selber. Du kannst einfach mit I ins Inventar gehen. Wollte ich gerade fragen. Und was genau kann man da machen? Dann nimmst du mal die Stöcke. Diese Sticks da. Genau. Wie viele? Zweimal Rechtsklick. Okay. Und dann hast du dieses Zahnrad. Ja. Oder? Dann drückst du da drauf. Ah. Jetzt hast du einen Speer. Wie kann ich den benutzen, oder ist der automatisch dann da? Den einfach drauf geworfen, Speer. Ah, habe ich schon. Wie? Schau mal, hier kannst du die Bären noch essen von dem Busch. Na, hab davor gerade schon welche gegessen. Aber ich hätte Durst hätte noch, glaube ich. Oder nee, nicht mehr. Okay, passt. Du musst aufpassen, welche Bären du isst. Nur die blauen sind gut. Es gibt auch giftige. Okay, alles klar. Hier ist schon unser See. Leute, hier bauen wir auch hin. Yay. Ich habe auch gesehen, bei mir ist ein Mod drauf, dass ich mehr Stöcke aufnehmen kann, aber es ist ja kein Problem. Sollte eigentlich gar nicht stören. Genau. Wie machen wir das am besten? Ich hau mal ins Buch rein. Sehr interessant. Holzbank. So. Ich würde sagen, wir bauen das Haus erstmal ein bisschen kleiner. Und wenn wir dann genug Materialien haben, will ich es einfach größer bauen. Was baust du genau? Ein eigenes Fundament. Okay. Ich schaue nur gerade durch, deswegen. Ah, okay. Ein eigenes Fundament, genau. Und damit können wir uns selber einen Boden ziehen. Okay, perfekt. So. Das reicht fürs erste Haus mal, muss nicht zu groß sein. Schwimmst du? Das Lustige ist, das weißt du jetzt nicht, das wissen wahrscheinlich andere auch nicht. Direkt bei uns hier im Fluss gibt es unter unserem Haus eine Höhle. Ui, okay. Da gibt es einen Höhleneingang, das ist glaube ich von einer ziemlich großen Höhle sogar. Okay, ja, das klingt interessant. Ja, ich glaube so ist ungefähr, ja genau, so muss man es ungefähr machen. Perfekt. 31 Baumstämme, ja, sind gar nicht mal so viele. Wir haben es aber auch ein bisschen kleiner gebaut. Mann, da war gerade ein Hase, aber leider bin ich zu langsam. Jetzt dachte ich mir, bringe ich dir was mit zum Essen, aber war wohl nichts. Gut, die Frage ist, kommen wir da hin zum Bauen? Da werden wir jetzt erstmal nicht hinkommen. Oh, da ist ein Viech, da ist eine Maus und. Nee, ein Eichhörnchen. Wir machen es mal hier ein bisschen besser. Wo haben wir es denn? Wir haben hier irgendwo noch so ein Steg. Dann könnten wir das ein bisschen sicherer machen. Wo haben wir denn den hier? Der Kampf ums Eichhörnchen. Ja. Ich hab mein Mikro ausgemacht mit meinem Kind. Muss man ein bisschen ausprobieren. Wow, so viele Sachen hier. Können wir da. Oh. Mann, da ist ein Reh. Jetzt ist es festgebackt, jetzt habe ich es nicht gekriegt. Bleibst du hier? Ich mache jetzt mal den Bauplan nochmal weg, weil da kommt man nämlich nicht hin. Ding. Da muss man immer drauf achten, Leute. Jetzt hatte ich mich gerade gefreut, weil das kurz stehen geblieben ist, dass ich es krieg, aber hab's nicht erwischt. Der kann echt nicht schnell schwimmen, gell? Nö, nee. So. Du musst mir jetzt sagen, wenn ich irgendwas machen soll. Du kannst schon mal die ersten Bäume umhauen. Nicht der Boden. Okay. Du musst erstmal das Ding wieder nehmen. Gut. Dann probieren wir jetzt halt nochmal.
Das schaut für mich ziemlich tief aus. Hoffentlich ist es auch nicht im Wasser, unser Fundament. Aber sollte schon gehen. Genau. Hallo. So dürften wir das schon hinbekommen. So wäre das Ganze. Die Frage ist, ob wir da zum Bauen hinkommen. Baumfeld. Wir probieren es einfach mal. Ja, ja, es geht. Ist zwar ein ganz kleines Haus, aber ich glaube... Oh nein, verloren. John, du musst hier hin, hier in die Ecke. Das ist voll der Fail. Ja, für den Anfang reicht es, diese kleine Hütte. Man kann immer noch das ein bisschen erweitern. Und Mann, so. Ist es schon dunkel hier. Mhm, deswegen müssen wir uns auch beeilen. Ich bin dabei. Das kriegen wir alles. Mit L kannst du dein Feuerzeug anmachen. Siehst du? Ja. Und dann hauen wir hier ein paar Bäume um, Leute. Aber bei dem Spiel stelle ich mich schon mal wieder besser an als bei anderen. Ja, du stell dich am besten in die andere Richtung, weil gegenüber, wo du haust, fliegt der Baum hin. Also du kannst schon mal Richtung zu unserer Basis hin werfen, aber nicht zu weit, sonst fliegst du ins Wasser an. So. Was? Du kannst umhauen und ich heb das ganze Zeug auf. Oder leg's mir einfach vorne hin, weil du wirst wahrscheinlich den Mod nicht drauf haben. Nicht, dass wir dann einen Bug bekommen oder so. Okay. Oh, da ist ein Weg. Ja, bleiben. Wieso? Ach, Mann. Oh. Fleisch ist weggelaufen. Oh. Hauptsache, das Gerüst den Grauen, die Vögel auf dem Wasser. Boah, ja. Das ist echt krass dunkel, ey. Wow. Ja, da tun wir uns ein bisschen schwer, so das Holz zu finden. Ja, solange keiner kommt, das wäre nämlich so schlecht. Ja, deswegen müssen wir uns schon beeilen. Na, hau drauf. Aber jetzt kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir haben aber jetzt schon relativ lange Ruhe, ist eigentlich ganz gut. Ja, Gott sei Dank. Wir werden dann einfach ein schönes Haus rumziehen und die wichtigsten Sachen natürlich alle auf unser Grundstück drauf tun, sagen wir es mal so. Gut. Komm her. Ja, perfekt. Danke. Bitteschön. Oh, gehst du wieder an? Irgendeiner fehlt mir noch eindeutig. So. Aber man sieht halt so extrem schlecht. Ja, ja, das ist echt nicht so besonders gut. Vor allem im Dunkeln sieht man halt wirklich fast nichts. Und die Baumstämme, die blinken ja auch nicht mehr so wie damals. Das Reh läuft die ganze Zeit durch, regt mich das auf. Hallo. Manchmal triggert es echt schlecht zu bauen. Was ist so? Jetzt müsste eigentlich gleich umfallen. Aber wir haben schon mehr als die Hälfte. Oh Gott, hat's mir jetzt gerissen. Jetzt dachte ich schon, da kommt was. Nein. Keine Sorge. Wir müssten auch da mal eine Bank bauen, weil die Bank ist sehr gut, um wieder Ausdauer zu bekommen, ohne dass man was trinken muss. Aber in der Nacht wird's auch kalt, also du musst ein bisschen auf deinen Bildschirm achten. Ja, wo sehe ich das? Das siehst du, wenn das so eingefriert. Nee, alles gut. Dann hast du Glück, weil bei mir gefriert schon ein. Oh, Reh. Ich hab's Reh erwischt, glaube ich. Nein. Einmal habe ich's erwischt, das ist weggelaufen. Nichts mehr. Das war voll gut, das ist am Baum vorbeigelaufen. Ich hab beide erwischt. Wir brauchen jeder ein Essen oder so. Da laufen sehr viele Rehe. So. Ja, halt. Na wohl. Ist das Eichhörnchen? Ja, gut, Eichhörnchen ist jetzt nicht gut. Die haben eh fast kein Fleisch. Hey, wenn das mal gelten würde, dass mein echt einen Schein kriegt, dass man eine Kettensäge bedienen darf, gilt das auch in einem Spiel? In dem Spiel kriegst du auch später mal eine Kettensäge, da kannst du auch Holz damit bauen. Geil. So. Ja,
Oha, das ist rasch, ja. So. Michel brauchen wir noch? Das steht unten, also bei mir stehen noch 7 Stück. Okay, alles klar. Ah, nicht hier. Also das heißt, wir hauen noch 2 Bäume um, dann sollte es langen. 2 große Bäume. Wir müssen dann auch mal schauen, dass wir mit unserem Holz auch bis aufs Haus kommen. Weil mit, du musst ja irgendwie den Holz stemmen, darf nicht ins Wasser kommen. Das heißt, wir müssen dann eh ein bisschen. Ich hab's gemerkt, ja. Ja, also dann müssen wir eben ein bisschen so einen Steg noch hinbauen oder sowas, wo wir dann drauflaufen können. Jetzt. Aber das tun wir alles nicht. So. Ich bin auch schon ein paar Mal voll rein, weil es halt wirklich knapp ist. Gut. Und die 2 noch. Dann werden wir nochmal was hinbauen. Lagerfeuer. Was bauen wir denn? Wir bauen mal das. Hui. So. Ah, schön. Also mal so ein bisschen kleiner. Dass wir nur irgendwie auf unser Haus kommen. So kann man schon so lassen. Ich friere schon wieder. Oh je, also ich noch nicht, Gott sei Dank. Yeah, das wird cool. Genau, dann macht man das noch fertig. Und dann müssen wir eh schon wieder eine Aufnahmepause machen. Wir sind ja schon wieder über 20 Minuten. Oh, ja. Ich weiß ja nicht, wieso der bei mir so schnell gefriert. Hast du irgendwie einen Hoodie oder sowas? Schau mich mal an, ob ich einen Hoodie anhab. Nee, du hast eigentlich nur ein T-Shirt. Komisch. So. 2 Stück brauchen wir noch. Okay. Dann wären wir erstmal fertig. 2 Bäume? Ja, genau. Okay. 2 Stück. Also mein Magen ist halb leer. Ja, das sollte reichen, bis wir. Entweder du haust jetzt einen Müsli-Riegel rein, müsstest du im Inventar haben. Ich weiß nicht, genau, wie die. Ah, da, ja, hab schon. Drück einfach wieder auf zigtausend Tasten. Hey, wie geht denn jetzt das weg? Jesse? Ja. Bei mir ist jetzt irgend so ein Menü aufgegangen. Ah, mit O. Ja, weil ich so viel Mods auf dem Spiel habe, dass so, da kann man Spezialblueprints machen. Ich gehe lieber nicht auf O. Ich weiß aber nicht, wie das funktioniert. Toll, jetzt backe ich auch noch rum. Cool. Habe ich irgendwas? Nee. Jesse? Ja. Irgendwie backe ich. Schau. Ich backe rum. Ich sehe es, ja. Toll, Schatz. Toll. Das ist ja perfekt zum Aufnahmeende, gell? Ja. Also Leute, irgendwie backe ich rum. Aber naja, muss auch mal sein. Gut. Dann passt es ja zum Aufnahmeende. Wir starten das Spiel nochmal dann. Aber erst, scheiße, wir müssen erst speichern. Das heißt, wir bauen mal. Ich kann nicht mal was bauen. Ich kann nicht mal was bauen. Ich komme nicht mal in das Menü rein. Dann musst du was bauen, Jesse. Geh mal auf B. Ja. Und dann geh mal auf diese Shelters. Ja. Genau da drüber. Ja. Genau, das setzt du jetzt einfach bei uns ans Lagerfeuer hin. Die Jesse muss jetzt noch was hinbauen, dass wir speichern können. So. Das setzt du jetzt einfach irgendwo hin, genau. Ich helfe dir mit fertig bauen. Ich höre nicht immer mehr einen Sound, wenn man was baut. Oh, ups. Nicht löschen, brauch. Entschuldigung. Ich baue schon fertig. Aber jetzt habe ich meine ganzen Stöcke verloren, oder? Hoffe ich ja, nicht. Ja, lass mich fertig bauen. Venture back. Gut. Kostet zum Glück nicht viel. Jetzt speichern wir mal das Ganze. Nur du oder ich auch? Nicht, du wirst wahrscheinlich nicht speichern können. Genau.
Dann drück mal C, lass mal die Druck. C. Hab ich, ja, schau. Ja, dann wird schon passen. Ja. Dann drück mal Z gedrückt. Ja, hab ich. Jawohl. Oh. Okay, jetzt haben wir wenigstens gespeichert. Dann starten wir mal das Spiel neu. Und wir hoffen, dass es nicht verbuggt. Aber schauen, wie schief unsere Plattform ist. Okay. Ja gut, für den Anfang reicht, würde ich sagen, oder Leute? Ja. Genau. Dann war es das für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wer Bock hat, kann gerne bei der Jessie vorbeischauen. Random Gamers Jessie, man hat es neu schon gesehen. Oder beim Tobi, Greasy Peasy. Genau. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge. Habt noch einen schönen Tag, Leute.